Können wir nochmal? Wo ist denn die Booster-Star? Oh, ja. Heiliger Strohsack. Wir sind einfach in eine neue City gefahren. Wo sind wir hier? Ist das die, wo wir hin wollten? Nee. Ist einfach schon wieder eine neue. Anutas, Anutas Hoffnung. Und auch wieder ein Schnellreisepunkt. Ja, aber halt auch schon wieder eine Nebenquest, ne? Machen wir die? Nee, ne? Könnte man direkt machen. Ja, ganz schön viel Boost. Ey, ich sag dir. Da taut richtig böse rein. Oh. Okay, und unten rechts sehen wir die Anzeige für den Boost. Wir haben jetzt die City gemacht. Wir haben die freigeschaltet. Können wir da mal hinreißen und das alles ab. Boah, ich hätte den so ins Gesicht geschissen. Es tut mir leid, okay? Nein, es war ein Pike-Lager. Jetzt kriegen wir wieder negativ. Jetzt müssen wir leider Gottes kämpfen, ne? Nein, hast du nicht. Hat der gute Mann irgendwas gedroppt? Nee, uns zuliebe. Ah, ich treff nichts. Hä? Okay, das war nix. Eigentlich habe ich nichts zum Ablenken geschickt, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. War jetzt nicht so geil. Wen hat er denn jetzt abgelenkt, Digga? Hol den Gaster nix! Komm, nix, mach hin. Klasse, nix! Danke, Mick, nix. Oh nein. Guck mal. Danke. Boah, meine Maus ist viel zu schnell eingestellt. Der Blaster war gut. Ist das ein Gegner? Warum habe ich denn jetzt schon wieder negative Bewertung bekommen? Ich denke, wenn du alle eliminierst, passiert das nicht. Ich habe nicht alle eliminiert. Hm, wow. Der haut einfach ab mit dem Schild. Wir sind so schlecht bei den Pikes, ne? Wir werden niemals gut mit denen. Goddamn. Leise, nix. Ich glaube, wir haben alle. Oh, warte mal. Einmal hochhealen. So, da geht es uns doch wieder top. Was haben die alles für uns? Was haben die uns hier hingelegt? Was ist das? Das hätten wir wieder aktivieren können, ne? Explosion auslösen. Da geht's das Safe noch rein. Da müssen wir hacken. Also ist da keiner drin. Dann los. Das Hacken macht auch Spaß. Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Was haben wir hier Feines? Oh, Durastein, silvanisches Eisen. Wir müssen wirklich mal gucken, dass wir langsam ein bisschen upgraden, weil von dem Zeug haben wir jetzt genug Akkubeschleuniger. Haben wir uns zwei für extrem viel Geld gekauft, ne? Jetzt kriegen wir die überall hinterhergeschmissen. Find ich scheiße, dass ich da Geld reinvestiert habe. Tresorraum, Pikes sind... Oh, guck mal, fürs Pikes sind die Karte, haben wir gerade Tresorraum-Schlüssel bekommen. Arbeiten wir alles mal ab. Nicht heute. Na gut. Und den Rest laufen.
Ist ja direkt da vorne. Nein, machen wir nicht. Bereit, Max? Ich meine, wir verlieren leider immer wieder den Blaster. Meter in diese Richtung. Was ist hier ein Eingang? Eriks Kontakt ist hier ganz in der Nähe. Nee. Bleib jetzt an Max. Oh, guck mal hier. Ich glaube, hier sind sie irgendwo. Aber guck mal, nicht nur wir klettern, auch NPCs klettern, um an ihre Ziele zu kommen. Scannen wir eben. Ich sehe einfach niemanden. Perfekt. Echt jetzt? Ja komm, wir gehen rein. In das finstere Bienenloch. Nee, hä? Ah! Doch nicht. Das ist cool. Ich wusste bis jetzt nicht, dass das auch funktioniert. Ich dachte, das ist bloß ein Schwingfeature. Oh, wir können diese ekelhaft aussehenden Tiere streicheln. Sie sind so ekelhaft. Guckt euch die Augen an, das ist schon scheiße. Naja. Hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das sieht irgendwie danach aus, als könnte man es in die Luft springen, oder? Was sagt ihr, Chat? Soll ich es mal probieren? Wusste ich's doch. Das ist Bullshit, dass man die Wände kaputt machen kann. Hat gar keinen Sinn gemacht. Meine DPI muss ich mal ganz kurz kalibrieren. So, jetzt. Wieder auf ganz langsam gemacht. Hallo. Moin. Hallo? Ich kann nicht mit Ihnen reden. Ich war zu nah dran. Dann hören die einen nicht, wenn du zu nah dran stehst. Hallo, Verrick schickt mich. Nenn mich Wanda. Verrückt. Du bist neu. Ich bin Kay. Das ist Nix. Na gut, Kay und Nix. Der Auftrag. Geht rein, schnappt die Kundenliste, platziert die Bombe am Generator. Das öffnet die Gehege. Damit ist deren Operation gelaufen. Okay, und die Bombe? Da drüben ist eine Standard-Baradium-Ladung mit Zeitzünder. Oh, ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Jetzt meckern wir nicht rum. Learning by doing. Es ist Zeit, eine Bombe zu legen. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder runter. Moin, Bora! Das hast du auch gebraucht, auch gemacht, nur 20 Anläufe gebraucht. Diese Mission jetzt, oder was? Als ob die so schwer ist. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Oh. Obumas. Halt's auf. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass sie Gundark-Leder ähneln. Und was passiert mit ihnen? Du befreist sie. Ja. Okay, hier müssen wir, glaube ich, gar nicht hin. Ja, Manda hat nicht übertrieben. Die stinken. Und wie? Nee, doch, hier sind Gegner. Auch wieder Pikes, Mann. Aber ich muss doch... Bring das Opium... Operations... Ah, so! Das Opiumgebäude, Leute. Trink das Operationsgebäude ein. Okay, das gehört alles anscheinend mit dazu. Wir deaktivieren die Zäune in dem Operationsgebäude wahrscheinlich. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich bin gerade... ich habe einen kleinen Schlaganfall. Weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Was sie von mir gegeben hat. Ich suche gerade nach einem schickimicki Weg da rein. Es sieht aus, als könnte man sich hochboosten. Sehr schön. Aber können wir das nicht da drüben direkt machen? Sind wir quasi wieder auf
der Seite. Na egal, aber wir sind oben dafür. Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Ja, wenn wir hiermit fertig sind, können wir die definitiv benutzen. Oh. Der war gerade noch nicht da. Ich habe gerade gescannt. Seht ihr sonst noch einen? Siehst du was? Ich sehe gerade sonst niemanden. Zum Angriff, Nix. So, haben wir weggemacht. Stehlen, gerne. Meint ihr, da drüben ist noch einer? Irgendwo so versteckt? Ja, das ist halt blöd. Da komme ich jetzt nicht hin. Also da oben ist einer. Da komme ich halt jetzt nicht hin, ohne Aussehen zu erregen. Was haben wir denn da? Bringen wir das? Wir gucken erstmal, was da liegt. Wir können den da oben halt ablenken, dann können wir drüber gehen. Das ist possible. Ah, jetzt ist da einer auf der... Ich sehe nicht so ganz, wo der hinguckt. Ich könnte... Die lieben es, mich für den Wachdienst einzuteilen. Es dreht hier um oder was? Was macht denn die jetzt? Oh, zurück, wo willst du hin? Wehe, die da oben sieht mich. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, mach das mal. Sehe sie gar nicht. Wo ist sie denn? Zeit, sie abzulenken, Nix. Sieht verdächtig aus. So, schön in die Niere. So muss das. So muss das. Die Pikes verdienen Schläge in die Niere. Hast du was, Kleiner? Tja, wir könnten das jetzt explodieren lassen. Die können ja nicht wissen, dass es wegen uns war, oder? Was mache ich hier eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Was siehst du? Da ist einer, der wird auf jeden Fall sterben, wenn wir das machen. Pass auf, ich mach das. Nix. Auf das Fass da. So, da ist, glaube ich, eine tot. Nein, du kommst jetzt nicht hier oben gucken, oder? Ich sehe gar nichts. Ich wollte schon sagen, wenn du mich da gesehen hättest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn da ein Fass explodiert, dass die da gucken geht, in diese Richtung guckt? Ist jemand in der Nähe? Da oben sind mittlerweile zwei, seht ihr das? Die sind jetzt alle da zu der Lücke gegangen. So ein Quatsch. Ich würde so gerne hoch und die einfach ins Gras locken. Hast du was, Kleiner? Hohes Gras wäre cool. Vergesst es, wir haben Wichtigeres zu tun. Moin, Otte! Alles klar, gehen wir. Moin, moin, 1000%, dass sie da gucken. Oh! Guckt denn der hin? Ich habe keine Ahnung, ich try's. Nix, zeig, was du kannst. Hm? Was will dieses Ding? Na gut, Nix, hol sie dir. Bam! Weggemacht! So, wir haben hier oben alles geklärt. Irgendwo sehen sich immer jemand nach
Da oben sind halt noch mehr. Und wenn die jetzt die Leichen sehen. Aber warte mal, wir können da noch hoch. Die holen wir uns auch noch. Schau mal, der sieht jetzt die Leichen einfach mal nicht. Wir müssen trusten. Wir müssen trusten. Da sehe ich niemanden. Da ist halt... Das ist auch einer. Dass es hier keine Gras-Versteckmöglichkeiten gibt. Hm. Wie bist du da reingekommen? Wie bin ich da reingekommen? Ich bin da einfach hier durch. Bin da unten. Genau, da müsste das sein. Da kannst du mit E dich hoch seilen. Und dann bin ich über die Brücke halt, ne? Ich hab mit Ablenkungen bin ich über die Brücke. Ja, wie bin ich da reingekommen mit den Spielfeatures? Nein, 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 nein. Da kommen wir nicht hinten rum. Das ist ja krass. Den Weg kenne ich gar nicht. Ja gut, es gibt halt viele, viele, viele Wege, ne? Scheiße. Ja, warte mal, das ist ein bisschen blöd. Das ist richtig blöd hier. Wir pfeifen den Dude einfach hierher. Oder so. Zeit für eine kleine Showeinlage. Was meint ihr, was das ist? Was meint ihr, was das ist? Scheiße, ist hier links irgendwas? So, wir könnten. Scheiße, geht doch in Deckung. Ich will B drücken, nicht V. Da hinten, der guckt halt auch perfekt hierher. Ich kann den da hinten angreifen. Tob dich aus, Nix. Den wegmachen. Ich finde halt gar nichts. Moment mal. Ich kann das erklären. Moment. Theoretisch wissen die noch von nix. Ah. Oder? Theoretisch wissen die noch von nix. Muss ich mir mal merken, als ob du da jemals nochmal hin musst. Wir lassen hier wieder Ruhe walten. Er ist tot. Meinst du? Weiß jemand, was zu tun ist? Weiß jemand, was zu tun ist? Ich rufe Verstärkung. Oh nein. Löse Alarm aus. Ist das gut? Ja, noch wurde ich ja nicht entdeckt. Ist mir egal, grundsätzlich, oder? Die kommen und gehen. Das klingt nicht gut. Pustet sie weg. Oh nein, die kommen von da unten. Ja, jetzt kommen die von hinten. Wir müssen das einfach nur ausstehen. Ist halt jetzt blöd, dass die von da hinten jetzt kommen. Aber die haben wir, glaube ich, auch gut getrippelt. Hm. Naja, wir warten das. Wenn der Alarm weg ist, haben wir wieder, haben wir sehr viel erreicht. Eigentlich, ich glaube, ich habe maximal schlechten Ruf. Wir könnten eigentlich einfach hier durchjieten, ne? Aber man muss ja auch mal ein bisschen was stealthy machen. Der Typ, ne? Der will uns doch einfach. Siehst du was? Oh, da kommen halt noch viel, viel mehr. Oh, das ist gut. Die wissen doch einfach, wo wir sind. Also jetzt mal for real.
Noch schlechter als... Also glaub mir, ich bin glaube ich schon ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob der noch schlechter werden kann. So, Alarm ist vorbei. Ich bin wirklich nicht sicher, ob der noch schlechter werden kann. Warte mal. Kann man das nicht irgendwo nachgucken? Ruf. Wir sind bei Pike. Okay, es geht tatsächlich noch schlechter. Oh. Ah, schön. Ich habe nichts gesagt. So. Jo. Dann mal alle ab an die Arbeit. Lol, guck mal, wir können sogar hier durch. Hätte ich alles gar nicht machen brauchen. Schauen wir mal. Hätte ich alles gar nicht machen brauchen. Okay, hier scheint niemand drin zu sein. Ja, ist ja entspannt. Was? Was war das? So, war unser... War nix. War nix wie weg. Ja, dauert halt extrem lange, so sneaky stealthy, ne? Aber dafür ist es auf jeden Fall einfacher. Alter. HM-Triebwerk. Oh, geil. Können wir eventuell unser Leiter wieder ein bisschen upgraden. Ist hier jemand? Ist da was oder ist das ein Busch? Was siehst du? Das ist, glaube ich, der Busch. Le Busch. Ist jemand in der Nähe? Da sind zwei Leute. Hm. Das ist halt auch noch einer. Oh, drei Leute? Das ist eine echt scheiß Stelle. Nein. Wir könnten. Ja, dass da drei Leute sind, ist scheiße. Sonst können wir den einen ablenken, den anderen von hinten wegmachen. Hm. Wenn ich jetzt pfeife, kommt ja nur einer. Aber der wird uns sehen, bevor wir... Der andere Dude, der guckt halt auch noch hierher. Das ist ja dumm, einfach nur. Sieht er uns von mir? Scheiße, jetzt wird mir gesehen. Na gut, ziehen wir es durch. Okay, scheiße. Oh, ich krieg keinen Schuss durch. Wir sind festgeladen. Jetzt muss man kämpfen, Leute. Komm mal gucken. Das haben wir ganz kurz sabotiert. Ich rufe Verstärkung! Haltet sie auf! Nein! Wie können die denn überall Alarm rufen, Digga? Sabotieren! So, hier gibt's keinen Alarm. Das ist noch nicht vorbei. Da oben kann man auch noch irgendwo Alarm rufen. Muss ich aufpassen. Bewegt euch. Ist auch geil, dass nur die... Löse Alarm auf. Ich rufe Verstärkung. So leicht erledigst du mich nicht. Schlüsselkarte. Festgegenstand. Okay, gut. Ruf nicht verschlechtert. Wir haben das gut gemacht. Alles, alles toll, alles toll. Die Alarmleute haben wir einfach rausgenommen. Alles toll. Oh, das war so knapp. Oh, ey, das eine Mal war echt scheiße. Das war echt knapp, das eine Mal. So, jetzt können wir hier rein.
Was? 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 Dip, 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 dip. An 3 und 4 Stellen könnt ihr Alarm rufen. Wo ist jetzt die Kundenliste? Naja, haben uns zum Glück gut gemacht. Ich stand ja mittig, das war der Vorteil. Ich stand mittig und konnte immer direkt schnell zu den Stellen hin. So. Geil, wir haben's. Oder? Ja. Nee, das war wieder Tresorraum. Gibt's sonst nix? Gibt's auch nix. Hier können wir gleich durch mit der Schlüsselkarte. Ich glaube, das ist aber nur ein anderer Weg. Können wir aber auch. Oh! Stehlen! Dafür haben wir die Karte gesammelt, Leute. Wow. Wow. Anaxas Krobian-Gürtel. Können wir den hier schon ausstatten? Ausrüstung. Der Krobian-Gürtel. Das ist halt, also seid mir nicht böse, liebe Entwickler, aber das sind halt, das ist alles überflüssig, oder? Also da achtet man auch gar nicht drauf währenddessen. Ich meine, ich kann den gerne ausrüsten, aber da werde ich halt niemals drauf achten. Die bringen halt nichts. Kannst mir, ach so, doch, kannst mir Granaten tragen. Ja gut, dann bringt es vielleicht doch was. Werkzeuge. Hacking Kit. Okay. Inventar, Questgegenstände. Ich glaube, der Rest ist Quatsch. Oh, vielleicht ist die Liste auf dem Holopok. Let's look. Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft. Gib mir die Liste und wir beide profitieren. Was ist mit Werrick? Huttenschläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Ich glaube, wir machen das. Wir machen einfach weiter. Moin, Adopa! So. Zweitens Hutten hintergehen. Nö, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich spiele das ja nicht so wie du. Ich glaube, ich bringe den Auftrag einfach zu Ende. Ich mach das. Hier, bring den Auftrag zu Ende. Werrick hat mich angeheuert. Können wir ein bisschen rumschießen. Ich führe das zu Ende. Ja. Schade. Das war's mit Schleichen, Nix. Wie kann man niemandem vertrauen? Ja. Sehr gut. Nehmen wir das mal an uns und dann gehen wir raus. Ne? Ich fand den Bossfight gerade richtig gut. Ne? Dem haben wir es gezeigt. So, warte mal. Haben wir jetzt hier. Na komm, nix. Stress am Hals nehmen. Auf zum Generator. Let's go. Mensch, was ist denn hier passiert? War hier ein Schießwütiger? Hä, warte mal. Was soll das sein? Warte mal. Hier sind wir reingekommen. Wo ist denn der Generator? Sabotiere den Generator. Oder ist der außerhalb? Ah, hier geht's noch runter, Leute. Gibt's nix?
nix. Fass. Fass Bier. Wo findet man heute noch? Fass Bier, Leute. Zack, weggemacht. Hallo, hier sind doch fette rote Knöpfe. Da okay. Gehen wir hin, fangen an zu sabotieren. Aus, glaube ich. Und außerdem bin ich, Ich habe nämlich nichts angefasst. Oh, oh. Die Uhr läuft außerdem bin ich schnell. Pro Crimson. Siehst du einen Ausweg? Von daher alles gut. Ja, Nick, siehst du einen Ausgang? Ich hoffe, wir haben Zeit. Ach, da. Ich sehe einen Ausgang, ja? Nix, der Knopf, drück schnell, ihn. Drück den Knopf, Nix. Und dann Nix wie weg. Sehr gut. Leiter, komm Nix auf meinen Rücken. Sehr schön. Wir nehmen den Schacht, Nix. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Nix. Oh, oh. Warum ist egal, wer das gebaut hat? Warum sind die Schächte immer exakt identisch? Yo! Ja, fein. Also, und wir haben noch keine Zeugen hinterlassen, ne? Also, es gibt ja auch... Also, ist halt for real niemand mehr da. Aber muss ja. Alles dieselben Architekten. Oh, oh. Die wissen doch vom Prinzip her noch nicht, wer wir waren, oder? Warte mal, Tab anschauen? Was kann ich denn mit Tab anschauen? Pike-Wilderer-Station. Verlasse die Anlage. Aber guck mal, die Wilderer-Station haben wir noch nicht gemacht, ne? Wilderer-Station. Schatz. Oh, da haben wir sogar noch einen Schatz. Da hätten wir sogar noch einen Schatz, Mann. Ich würde mich gerne da abseilen. Hä? Was wollen die denn anschauen? Können wir, wenn ich das da auslöse? Ich komme da nicht bis hin, ne? Weißt du, das da auslösen, wenn die hingehenden Nate draufschmeißen? Aber theoretisch, wenn ich so einfach schieße, weil... Nein! Ich will was gucken. Kommt, glaube ich, gar nicht so weit. Naja, egal. Ich glaube, für die Wilderer-Station kommen wir ein anderes Mal hierher. Wir düsen hier ab jetzt. Ja. Ich verzieh mich besser und funke Beric an. So, wir haben ab. Ich heile mich mal. Sicher ist sicher. Weil ihr seht, mein Abgang ist nicht gerade der feinste. Wenn der Ruf gut ist. Ach so. Okay. Wer sagt das? Wer hat es gesagt? Wo ist denn jemand? Hier ist irgendjemand von denen. Ich sehe gerade niemanden. Beric, Auftrag erledigt. Ich wusste, du kriegst das hin. Wir treffen uns bei der Route in Jauntas Hoffnung. Hoppla. Wo kam er denn her? Warte, ich sollte hier vielleicht geduckt laufen, dann sehen die uns nicht. Ja, wir sind schon so gut wie raus. Guck mal hier. Also ist ja ein riesiges Pflanzenfeld. So, wir müssen zurück zu Beric. Da müsste ich doch auch schnell hinreißen können. Wow. Das war eine sehr erfolgreiche Mission. Wie spät haben wir es, Leute? Es ist 19.40 Uhr. Wie schnell die Zeit vergangen ist in dem Spiel. Es macht halt leider sehr viel Spaß. Vielleicht Ziegen irgendwann reinbringen.
Moin, Bro. Bin wieder zurück. Und ich hab euch nicht hintergangen. Prüf mal die Zünder deiner Bombe. Wie es der Chat wollte. Es hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Deine Freundin Monda wollte sie für Crimson Dawn. Und du hast das geregelt? Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Ich mag dich, Kay Vess. Die Hutten wird's freuen. So, das heißt, wir haben bei Crimson Dawn natürlich jetzt nicht negativ Ansehen erlangt, aber dafür sind wir bei den Hutten jetzt ein bisschen besser. Das ist wichtig. Jetzt wäre es eigentlich noch cool, wenn wir bei Pike irgendwie mal einen guten Ruf bekommen würden. So, ne? Guck, oh! Ach nee, wir haben bei Crimson dafür direkt negativ bekommen. Aber warum? Die wissen davon nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, wenn wir das sauber lösen, dass wir wenigstens, also dass wir keinen negativen Ruf bekommen. Ich meine, wir waren beiden Pikes drin, ne? Waren das Crimson Dawns? Nee. Wir waren doch bei den Pikes, oder nicht? Ist egal. Ist egal. Ist trotzdem okay. Bin ich trotzdem mit fein. Alles gut, alles gut. Aber ist ja auch ganz knapp im Negativen. Na, wer sagt's denn? Na, wo? Tell me, please.